Sie behaupten hier, unter Zeitdruck gehandelt zu haben. Gefahr im Verzug. Also das stimmt doch überhaupt nicht. Sind Sie ruhig, ich glaube kein Wort von dem, was hier steht. Tatsache ist, ein Kollege ist umgebracht worden und dafür mache ich Sie verantwortlich. So geht das nicht, Herr Roth, so geht das wirklich nicht. Wenn Sie bei dieser Meinung bleiben, dann beantragen Sie bitte ein ordentliches Disziplinarverfahren, dann hat der Faber wenigstens die Möglichkeit, sich zu verteidigen. Also bitte, Faber, sagen Sie was. Ja, also, was ich zu sagen hatte, steht alles in dem Bericht. Gut, dann gehen wir den mal durch. Dieses ominöse Belastungsmaterial, um was hat es sich dabei gehandelt? Genau um das Material, was Sie vor einer Woche bei der konzertierten Aktion gesucht haben. Ja, Sie hatten das Material doch in der Hand, Sie haben es gesehen. Also bitte sagen Sie, um was es sich dabei handelt. Tut mir leid. Es hatte nur Wolf hat sich angeschaut. Was heißt, Sie wissen gar nicht, was in dem Aktenkoffer war. Frau Claudia Tancredi hat Ihnen diesen Aktenkoffer mit den Papieren übergeben. Freiwillig. Nein, so habe ich das in meinem Bericht ja nicht formuliert. Wolfhard hat den Koffer gefunden. Ja, ja. Aber wenn ich das richtig interpretiere, hat die Frau Tancredi ja ein großes Interesse daran, dass der Koffer gefunden wurde. Denn die Papiere sollten Bittmann überführen, Bittmann, vor dem sich Frau Tancredi bedroht fühlte. Ja, den Eindruck hatte ich, richtig. Und Sie behaupten weiter, dass Frau Tancredi verschwunden sei? Und Sie haben die italienischen Behörden aufgefordert, nach ihr zu fahnden. Ja. Da gibt's da nicht viel zu fahnden. Warum nicht? Sie ist zu Hause, das heißt bei Herrn Bittmann. Das gibt's doch nicht. Beide wurden bereits zur Sache vernommen. Ja, und warum sagt uns das keiner? Ich sage es Ihnen ja gerade. Frau Tancredi stellt die Dinge etwas anders dar. Sie wurde von Ihnen und Wolfhard verfolgt und beraubt. Einen Augenblick. Also, die Dame lügt. Sie kennt doch Bittmanns Methoden. Entweder kauft er jemand oder er setzt ihn unter Druck. Nein. Ich habe mit beiden unabhängig voneinander gesprochen, hier in meinem Büro. Und bei mir wird niemand unter Druck gesetzt. Und was ist mit Jansen? Haben Sie mit dem auch gesprochen? Ist er vielleicht auch schon in Bittmanns Wohnung? Nein, das ist er nicht. Bittmann hat ihn seit seiner Abreise nach Genua nicht mehr gesehen. Er hat ihn als vermisst gemeldet. Herr Faber, ich habe mich dafür eingesetzt, dass kein Disziplinarverfahren gegen Sie eingereicht wird. Allerdings muss ich Sie bitten, für die nächste Zeit in Urlaub zu gehen. Kommen Sie, Faber, kommen Sie. Ich rufe Sie gleich an. Was glaubt er eigentlich, wenn der vor sich hat? Ich lasse mir doch nicht auf den Kopf scheißen. Hauptsache, es gibt kein Disziplinarverfahren. Ich brauche Sie nämlich noch. Den Bittmann nagel ich. Diesmal kommt er nicht davon. Sie machen erst mal gar nichts. Wir sind ja auch noch da. Lassen Sie ein bisschen Zeit vergehen und ein paar Tage Urlaub können Sie gebrauchen. Hm? In Genua haben Sie mir aber was anderes gesagt. Also, Faber. Ich stehe gleich mehr drauf, das ist ja klar, ne? Ja, hör dir mal ein bisschen mit Faber. Der noch mit, ne? Und jetzt kommt er. Hey, war Pilz nicht schon gut? Wo sind diese dämlichen Formulare? Welche Formulare? Frag nicht so scheinheilig. Du weißt genau, was los ist. Zwangsurlaub. Also das ist wieder mal typisch für die Firma, verstehst du? Aber als ich letzte Woche nach Holland wollte für die billigen Tulpenzwiebeln, da habe ich keinen Urlaub gekriegt. Wer hat eigentlich Anja Bescheid gesagt? Das ist ganz blöd gelaufen. Wir hätten es ja gerne selber... Scheibenkleister, wir hätten es ja gerne selber gesagt. Aber da ist uns ein voreiliger Trottel aus der Personalabteilung mir zuvor gekommen. Aber wenn du deine Ruhe haben willst, du kannst jederzeit in die Hütte von unserem Wanderverein. Das ist eine richtige Idylle. Hier hast du Urlaubsschein. Ja, Otto hier. Ja, Willi, Hannes und Schorsch. Ja, Mensch, Benno. Dann muss er ja so sicher wegen aber am Schoß. Ja. Füll das bitte für mich aus. Ich hab nur unterschrieben. Mach mir. Sag mal, wäre doch gar nicht schlecht, so 14 Tage in Bergen, oder? Jetzt sind wir 6 Mann vom alten Revier. Hör mal, wir helfen dir. Gut gemeint, Otto. Vielen Dank. Aber ich kann auf mich selber aufpassen. Faber, Telefon. Susanne. Ja, ich bin hier fertig. Ich komme sofort. Was? Bitte bleib da. Ich komm hin. Warte auf mich. Wo kann ich dich denn nun erreichen? Das weiß ich noch nicht, aber ich sag dir dann Bescheid. Ich fahre jetzt schnell raus zu Wolfhard. Die Kinder haben so komische Videos gefunden. Wie geht's Anja? Hat sie sich beruhigt? Der Arzt hat ihr eine Spritze gegeben.
Mensch, bin ich fertig. Sag mal, hat Frank das auch aufgenommen? Ja. Damit hat er Jansen dazu gebracht, die Materialien bei Bittmanns Waffengeschäfte zuzuspielen. Und deswegen hat er ihn umgebracht? Mhm. Ja. Susanne, ich werde diesen furchtbaren Gedanken nicht los, dass Frank vielleicht auch die undichte Stelle bei uns war. Wenn er sich zu weit mit diesen Schweinen eingelassen hätte. Immerhin wird das seinen aufwendigen Lebensstil erklären. Ob das glaubst oder nicht, aber das Geld hat er von mir. Ich habe geerbt. Anja, ich konnte ihm nicht helfen. Weißt du, hast du keine Schuld. Warum hat dieser Idiot auch nichts gesagt? Der hat auch nie viel gequatscht, das weißt du doch. Bleibst du heute bei Anja? Ja, klar. Hast du eine Plastiktüte für mich? Ich möchte die Videos mitnehmen. Was hast du denn jetzt wieder vor? Ich muss ganz von vorne anfangen. Ich muss den Weg zurückgehen. Guten Tag, Herr Faber. Bitte nehmen Sie Platz. Was wollen Sie von Frau Tancredi? Das sage ich ihr schon selber. Wo ist sie? In wessen Auftrag kommen Sie eigentlich, Herr Kommissar? Ist sie oben in Ihrer Wohnung? Sie haben noch eine Vorladung für Frau Tancredi. Nein. Dann muss ich Sie bitten zu gehen. Aber nicht, bevor ich mit ihr gesprochen habe. Das ist aus Friedensbruch, Herr Kommissar. Meinetwegen. Es wäre besser, wenn Sie gehen. Ich krieg Sie, Bittmann. Sie sind für den Tod von Wolfhard verantwortlich. Ihre Leute haben ihn umgebracht. Ich werde es beweisen. Und wenn ich ihn Beweis aus den Knochen schneide, ich krieg Sie. Soll das eine Kriegserklärung sein? Ja. Susanne? Ich glaube, ich werde verfolgt. Stehen so komische Leute bei mir vor dem Haus. Ich gebe dir die Nummer durch, ja? GCK 4031. Ja, ich bleib zu Hause. Danke. Susanne? Ist sie besonders gut gelungen. Penner. Gute Nacht. Ich komme ja schon. So, ich desinfiziere das jetzt erstmal ein bisschen. Tut das auch nicht weh? Ich glaube, das kann man aushalten. Ich bin ganz vorsichtig. Halt mal still. Oh, hör auf. Soll ich lieber einen Arzt holen? Nein, das geht schon. Okay. Und die haben dich fast umgebracht und du willst nicht mal, dass ich dir einen Arzt hole. Wenn die mich hätten umbringen wollen, dann hätten sie es getan. Ich bitte noch, wollt mir nur einen Denkzettel verpassen. Wenn so ein Denkzettel aussieht, dann möchte ich mal sehen, wie du aussiehst, wenn die das mal ernst meinen. Wie Frank. Du hast ja recht, Susanne. Aber ich habe auch recht. Und wenn ich jetzt aufgebe, dann behalten die recht, hm? Ach, recht. Dämlicher Dickschädel. Aua. Mensch, guck mal her. Aua. Ich hab dich ja noch gar nicht geküsst. Ach so.
Ich bin mit Herrn Linder verabredet. Ja, da haben Sie Pech, der ist gerade gegangen. Potzblitz, das ist ärgerlich. Sehen Sie, ich war beim Arzt, bin aufgehalten worden und bin ich extra hierher gekommen. Ich komme nämlich von außerhalb. Hat er nichts für mich hinterlassen? Mein Name ist Brinkmann. Ja, wenn Sie sich beeilen, können Sie ihn noch erwischen. Okay, ist er gerade weg? Der ist gerade weg. Vielen Dank. Ja. Wiedersehen. Ja. Wiedersehen. Herr Kypriotakis, bitte. Hier ist Bittmann. Richten Sie ihm aus, wir können nächste Woche liefern. Hören Sie es auf, Sie können nach Hause. Warum sind das fast nur Stunden für eine ganze Zeit schon? Aber ich kann nicht mehr lachen, ich kann nicht mehr lachen. Hey, die 14. Was ist denn hier oben? Meine letzte Kugel vor. Das ist eine Uhr. Also nee. Bittmann. Hier ist der schlecht bezahlte Schnüffler. Legen Sie nicht auf. Ich habe eine wichtige Information für Sie. Kommen Sie zum Flughafen. Ich bin in der Abflughalle. Noch etwas. Die Information ist nicht umsonst. Wie viel? Ende. Den Wagen. Okay.
Ich bin's. Ja, ich. Das interessiert mich nicht. Für Ihren Feierabend bezahle ich Sie nicht. Jetzt können Sie Faber endlich unschädlich machen. In flagranti. Weil er ein genauso geldgieriger Bulle ist wie Sie. Verstanden? Wartmann! Geh zum Hinterausgang! Frau Tancredi, ich muss mit Ihnen sprechen. Wegen Ihrer Aussage bei der Polizei. Was ist los? Womit setzt Wittmann Sie unter Druck? Wie kommen Sie dazu, für Herrn Roth zu erklären, dass ich... Sie schon wieder? Verstehen Sie, was ich sage? Erinnern Sie sich an mich? Claudia. In Genua. Wir... Claudia! Was ist mit Ihnen passiert? Was hat er mit Ihnen gemacht? Ich muss mit Ihnen sprechen. Claudia! Ach Gott, Mama, kann man dieses scheiß Ding nicht abstellen? Ich sehe schon. Claudia! Können Sie reden? Verstehen Sie mich? Claudia, wissen Sie, wer ich bin? Erkennen Sie mich? Das ist so lange her. Ich hole Sie raus. Was ist los? War jemand hier? Was ist passiert? War jemand in der Wohnung? Red doch! War Faber hier? Mensch, was gibt's denn so dringend, dass ich mich unbedingt aus dem Bett holen muss? Wittmann hat Claudia Tancredi mit Drogen lahmgelegt. Frag mich nicht welche. Woher weißt du das? Ich war da, ich habe mit dir gesprochen. Max. Bis hier oben, bis zum Stehkragen, voll mit Drogen. Kein vernünftiger Satz ist aus dir rauszukriegen. Ich hol mir erstmal einen Kaffee. Ja, du dann. Wie bist du da überhaupt reingekommen? Eingebrochen? Du riskierst vielleicht. Was genügt dir wohl nicht, dass du dich zusammengeschlagen hast? Ich will Wittmann! Naja, das glaube ich. Zu Wittmann habe ich mir übrigens was überlegt. Ich habe mit Genua telefoniert. Max, ich will diese Claudia hier haben, hier bei uns im Aquarium. Hör zu, du musst direkt dazu bringen, dass er sie zum Verhör vorführen lässt. Und wenn er dann sieht, was mit dir los ist, dann muss er sie in ein Krankenhaus einweisen und dann sind wir am Zug. Die Dame muss was wissen. Die lebt Tag und Nacht mit ihm zusammen. Die muss was wissen. Die wird sich auch wundern, was aus Jansen geworden ist. Wenn du mich fragst, Wittmann hat ihn aus dem Weg geräumt. Genauso wie er Wolfert auf dem Gewissen hat. Und dafür nagel ich ihn. Ich weiß, Herr Wittmann, Sie haben sehr gute Verbindungen. Das weiß ich. Aber Sie können das nicht verhindern. Frau Tancredi wird uns jetzt begleiten. Und zwar sofort. Herr Quinn, sagen Sie ihr bitte Bescheid. Frau Tancredi ist krank. Na? Sie ist vernehmungsunfähig. Das sehen Sie. Ah ja? Naja, so krank sieht sie aber gar nicht aus. Aber wenn Sie drauf bestehen, dann lassen wir Sie amtsärztlich untersuchen. Aber erstmal kommt sie. Erik, ich kann Sie nicht daran hindern. Aber das kriegen Sie um die Ohren. Sag mal, wann ist Rick eigentlich los? Vor einer halben Stunde. Verstehe ja, dass du einen Wittmann haben willst. Du bist Polizist. Frank war mein Freund. Ja, sicher, aber... Was aber? Damit schau dich doch mal an, hier! Faber Fahndung? Ja, Herr Roth, nein, ich bin ganz privat hier. Ich besuche nur einen Freund. Na schön. Ist der Rick schon eingetroffen? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich möchte ihn sofort sprechen. Und Sie, Herr Faber, sind hoffentlich wirklich in Urlaub. Herr Wittmann, ich bin wieder da. Ja, ich werde das klären. Ich kenne den anonymen Anrufer. Ich weiß, dass Sie dahinter stecken, aber Sie halten sich da raus. Ich rede alleine mit Ihnen. Herr Roth hat gerade angerufen. Sie möchten sofort in sein Büro kommen. Ja, das hätte ich mir denken können, dass der Wittmann Aufstand macht. Also, Herr Kühn, Sie kümmern sich um Frau Tancredi, ich bin gleich wieder da. Dabei. Du kümmerst dich um Erik. Was zerrst du denn an ihr rum? Komm, los rein ins Auto, schnell. Was soll denn sein Auto? Ich soll sie ins Büro bringen. Mach zu! Aber was hast du denn vor? Ja, später.
Mama, ich bin so müde. Komm, ein paar Schritte, hm? Es tut gut. Schön durchatmen. Ein paar Schritte noch. Claudia, was ist? Claudia! Sie schläft. Gut. Sei mal ein bisschen vorsichtig, tut weh. Das war doch nicht so gemeint. Also, du bist zu Hajo gekommen in das Haus durch den Garten, richtig? Ja, Hajo hat gerade telefoniert. Mit wem? Das weiß ich nicht. Weiter. Ich hatte ein wahnsinnig schlechtes Gefühl. Ich hatte furchtbare Angst, dass der Plan schief geht. Ja, wenn man Bittmann um 10 Millionen bescheißt und ihm die Frau wegnehmen will, da kann man schon mal kalte Füße kriegen. Glaubst du, dass er ihn umgebracht hat? Möglich, absolut möglich. Aber vielleicht hat er sich auch nur abgesetzt. Ist es möglich, dass Bittmann etwas über euer Verhältnis gewusst hat? Nein, das ist vollkommen unmöglich. Ja, so unmöglich ist es nicht. Wolf hat es auch gewusst. Und zurück zu dem Freitag. Jansen hat dir den Koffer mit den Papieren gegeben. Wieso? Weil der Wolf hat misstraute. Er wollte sein Geschäft abwickeln und dann wollten wir verschwinden. Wohin? Zuerst auf die Bahamas. Aber mit 10 Millionen Dollar scheint überall die Sonne. Und am Flughafen in der Abflughalle ist dann urplötzlich Linda aufgetaucht. Hm? Ja, genau. Wieso? Wieso war der da? Woher hat Linda gewusst, dass du nach Genua fliegst? Das hat mich ja so erschrocken. Darum bin ich sofort zurückgefahren. Claudia, könnte es sein, dass Jansen und Linda gemeinsame Sache gemacht haben? Nein, das kann nicht sein. Die konnten sich ja nicht riechen. Hast du mit Jansen über euren Plan jemals am Telefon gesprochen? Telefon? Ja. Nein. Letzte Frage, Claudia. Woher hast du eigentlich gewusst, in welchem Hotel Wolfhard in Genua zu erreichen war? Als Hajo mir den Koffer gab, hat er mir auch gesagt, dass Wolfhard im Stella wohnen wird. Bittmann hat euch abgehört. Aber wenn er uns abgehört hat, ja, dann... Ja. Hat Jansen nie darüber gesprochen, wie der Deal ablaufen soll? Möglich, aber ich kann mich nicht erinnern. Claudia, streng deinen Kopf an. Wir müssen weiterkommen. Hallo. Jetzt mit der Klinik geht in Ordnung. Max bringt dich hin. Wie wollte Kipertakis die Waffen denn aus Genua wegschaffen? Doch sicher mit dem Schiff. Sag mal, Fahrer, hast du eigentlich einen Knall? Rick Tob, du bist suspendiert. Nach dir und Frau Tancredi läuft eine Fahndung. Im Prinzip müsste ich dich jetzt festnehmen. Ist nie der Name des Schiffes gefallen. Claudia, versuch dich zu erinnern. Sag mal, hast du mir nicht zugehört? Weißt du überhaupt, was los ist? Dann nimm mich doch einfach fest! Was ist mit dir? Du wolltest an der Sache dranbleiben. Hast du nichts rausgekriegt? Ich hab schon gar keine Lust, dir das überhaupt noch zu sagen. Ich habe heute von der genuesischen Hafenbehörde eine Aufstellung sämtlicher da vor Anker liegenden Schiffe bekommen. Kypriotakis hat tatsächlich seit 3 Wochen deinen Frachter liegen. Danke, Max. Prima. Gute Arbeit. Entschuldige. Und Rick gegenüber brauchst du nicht besonders groß zu lügen. Du sagst einfach, als du den Bau entdeckt hast, da war der Fuchs schon weg. In den Süden. Macht's gut. Oh, schau, Bella. Ich muss schnell weg. Entschuldige. Und du hast geglaubt, dein Freund hat sich kaufen. Nein, nein, Quatsch. Ja, ich war misstrauisch, du. Du weißt ja, wie das ist in unserem Beruf, Nino. Eines Tages kommt dein Vorgesetzter zu dir und sagt, dein Freund ist wurmstickig. Zuerst lachst du ihn aus, aber dann, mit der Zeit merkst du, dass der Angelhaken tief sitzt. Das Gift frisst. Du wirst den Gedanken nicht wieder los. Sein aufwendiger Lebensstil. Dann ist euer Gehalt wohl auch nicht besser als bei uns. Ich komm zurecht. Die paar Mal, die ich mit meiner Freundin zum Essen gehe, kann ich meine Rechnung im Lokal bezahlen. Meistens. Was ist denn? Tut sich nichts? Nichts, gar nichts. Ich schwöre dir, die kommen. Die Waffen werden hier verladen, auf dem Schiff. Da bin ich ganz sicher. Ah,
Buonasera, signora. Buonasera. Was gibt's denn heute schönes Essen? Sono venuta a portare un po' da mangiare. Und da haben wir ein Rotkäppchen. Was sagt sie? Wenn dir erzählen, wie sie das gekommen haben. Lass das. Lass das. Du verdichst mir nur die häuslichen Sitten. Du bist ein alter Macho. Pronto. Für dich, dein Freund. Ja, Max? Ja, natürlich bin ich dran. Denkst du, ich bin im Ferienlager? Ja, ich verstehe dich besser. Ja. Okay, danke. Ende. Was hat er gesagt? Buon Appetito hat er uns gewünscht. Und noch etwas. Wittmann ist auf dem Weg hierher. Los. Che cosa? Sono arrivati i cambi. Oh, stai prendeli d'occhio! Non lasciateli scappare! Ja, da sind sie. Endlich. Zeig mir den Wittmann. Welcher ist das? Der aus dem Taxi aussteigt, das ist Wittmann. Dann schnapp die Falle zu. Schnapp, schnapp. Attenti al segnale. Attenti al segnale. Sì. Attenzione. Wittmann! Azione! Seconda di cambio! Non lasciatemelo scappare, deficienti! Mit Herrn Wittmann. Haben Sie ihn denn verhört? Ja, leider nur kurz. Die Italiener haben ihn dann sehr bald mit Beschlag belegt. Und? Hat er was gesagt? Wieso fragen Sie das mich? Ich meine, Sie sind ja der Leiter der Sonderkommission. Heute Morgen ist doch da ein Fernschreiben aus Genua gekommen, oder? Ja, natürlich. Und? Wie es aussieht, werden ihn die Italiener gegen Kaution entlassen müssen. Warum das denn? Die Frachtpapiere scheinen keine Unregelmäßigkeiten aufzuweisen. Ist doch nicht zu fassen. Ist doch wirklich eine Sauerei. Der hat doch überall seine Freunde sitzen, sogar in Italien. Wir haben ja auch nichts Greifbares in der Hand. Wenn wir Jansens Leiche finden würden, dann wären wir einen Schritt weiter. Faber ist nämlich der Meinung, dass der Wittmann den Jansen aus dem Weg geräumt hat, aus Eifersucht. Ja, wie kommt er denn darauf? Ich habe bei meinen Recherchen in Wohlfahrts Wohnung interessantes Material gefunden. Ja, und wieso rücken Sie mit dem Material nicht raus? Hören Sie, Herr Roth, Sie wissen genauso gut wie ich, dass es im Fall Wittmann eine undichte Stelle gibt, und zwar hier im Präsidium. Und ein toter Polizist reicht. Ja, das wird sich alles klären. Sagen Sie, Faber, wie geht es Ihnen eigentlich persönlich? Wenn Sie sonst nichts für mich haben, dann würde ich gerne gehen. Wenn die Italiener sich wieder melden, sagen Sie mir Bescheid, ja? Danke. Ach, bedanken Sie sich nicht. Es ist meine Pflicht, meine Beamten zu schützen. Aber wenn Sie nochmal so eine Aktion starten, dann landen Sie in der Asservatenkammer. Und zwar bis zu Ihrer Pensionierung. Sagten Sie nicht irgendwas von, ich sei Ihr bester Mann? Ja, das ist ja die Tragödie. Mein bester Mann ist ein Wahnsinniger. Trotzdem, danke. Ja, bitte. Ach, Faber, kommen Sie nochmal. Täusche ich mich oder haben Sie den Rot im Auge? Guarda e non si accorgi niente. Faber, hör mal! Ich wusste gar nicht, dass du Italienisch kannst. Wir haben dich ja sogar auf Italienisch interviewt mit Foto. Ja, Max, wir müssen uns alle Videobänder anschauen. Ich will alle Aufnahmen sehen, auf denen Linda zu sehen ist. Nein,
Problem, kannst du haben. Bin gerade mit meiner elektronischen Datei fertig. Ich habe den ganzen Kram für den Computer aufgearbeitet. Was willst du sehen? Arnold Linder mit Claudia Tancredi? Arnold Linder mit Alfred Wittmann? Oder Arnold Linder mit diversen Unbekannten? Mit einem Unbekannten. Circa 40 Jahre, 1,80 groß, blond, schlanke Statur. Also so genau habe ich mir die diversen Unbekannten noch nicht ansehen können. Ach du liebe Biss, dann müssen wir uns ja doch alles angucken. So, das war's. Nein, das kann nicht sein. Hör zu, es gibt irgendwo eine Kassette. Da ist Linda drauf, vor der Klappe im Südpark mit noch zwei Typen. Südpark? Ach so, der homosexuellen Treff. Ja. Ja, aber da ist doch Linda nicht dabei. Doch, such es raus. Such es raus. Mein Gott, wie lange das dauert. Ist alles Mumpitz. Dieser technische Kram ist alles Quatsch. Alles Mumpitz. Wolltest du Video gucken oder ich? Ja, mach hin. Ich muss noch Weihnachtseinkäufe machen. Vorspul, weiter. Und weiter. Noch weiter, noch weiter. Noch weiter. Jetzt langsam. Achtung. Da. Da ist er. Max, mach mir ein Foto von dem Schweinskopf. Und Fahndung? Sein Aufenthaltsort ist bekannt. Leichenschau aus in Genua. Das Foto brauche ich für Linda. Der Überfall in Genua auf Wittmann, weißt du, wer das war? Das war Linda. Was, der? Der Laufbursche? Den sehe ich da auf all den Bändern immer nur Kaffee holen, Türen aufhalten, Rechnung bezahlen. Max, das ist genau wie in unserem Laden. Erst dackern sie hinter dir her. Dann bären sie sich plötzlich unterm Tisch hervor an und ehe du dich versiehst, pinkeln sie dir ans Bein. Ah, der Faber, guten Tag. Setzen Sie sich doch bitte. Möchten Sie vielleicht eine Tasse Kaffee, Tee oder... Dieser Mann war bei dem Überfall auf Wittmann in Genua dabei. Kenne ich nicht, nein. Woher haben Sie das? Von einem bekannten homosexuellen Treff hier in der Stadt. Liebe unter Männern ist in diesem Land nicht mehr strafbar. Gott sei Dank. Und im Übrigen ist das meine Privatangelegenheit. Mord ist keine Privatangelegenheit. Was für Mord? Der hier. Bei einer der beiden Motorradfahrer, die im Auftrag ihrer noblen Firma in Genua Frank Wohlfahrt ermordet haben. Können Sie das beweisen? Noch nicht. Aber Ihr Freund hat auf Wittmann geschossen und daraus kann man leicht einen Mordauftrag ableiten. Wenn man das so leicht kann, warum tun Sie es dann Aber nicht? Ich weiß, Sie wollen hoch hinaus. Sie wollen an Wittmanns Stelle. An seinem Schreibtisch sitzen Sie ja schon, aber passen Sie auf, dass Ihnen nicht schwindelig wird. Hören Sie mir gut zu. Ich glaube, dass Wittmann gegen eine Kaution von den Italienern wieder freigelassen wird. Und dann sind Sie dran. Wenn ich den Mordauftrag auch nicht beweisen kann. Er braucht keine Beweise. Wollen Sie mir vielleicht Angst einjagen? Ich denke, das ist mir schon gelungen. Hören Sie, Linda. Ich will Wittmann. Sie haben die Beweise gegen ihn. Legen Sie sie auf den Tisch. Es ist Ihre einzige Chance. Ich hab nichts. Ich weiß nichts. Wenn ich etwas wüsste, würde ich es Ihnen sagen. Dass Jansen und Claudia... Geschenkt. Wenn ich Ihnen weiterhelfen könnte, würde ich das wirklich gerne tun. Sie haben nicht mehr viel Zeit. Schauen Sie mal, Faber. Sie hat recht. Der Wittmann hat die Jansen umgebracht, das steht jetzt fest. Vor Gericht nützt das als Beweismittel allerdings gar nichts. Das müssen wir nicht erklären, Herr Kühn, das weiß ich selber. Kann mir mal jemand sagen, worum es geht? Ja, schalten Sie mal ein. Oh. Oh, diese Ratte. Alles, was du bist, bist du durch mich und dann schmeißt du mir mein Weib aus. Los, sag was. Genau, der braucht wahrscheinlich mehr als ein. Die Kassette ist heute Morgen mit der Hauspost gekommen. Offensichtlich von Roth. Jansen ist abgehört worden. Ich hab mir schon sowas gedacht, Max. Was hat unser Herr Roth denn dazu gesagt? Ich habe noch nie mit ihm gesprochen, er ist nicht in seinem Büro. So hat kein Zettel, keine Meldung dabei. Nichts. Das ist der Beweis in letzter Sekunde. Wenn morgen früh der Wittmann angeflogen kommt, können wir den gleich überführen. Übrigens habe ich jetzt in dem Bungalow von Jansen Lokaltermin angesetzt. Wollen Sie mit? Ich möchte das noch mal in Ruhe anhören. Mal, wie Sie wollen. Kommen Sie, Herr Kühn. Aber was ist los?
Wo bleibt mein Kurzer? Seit wann trinkst du am helllichten Tag Schnaps? Hey, du, was ist mit dir los? Ich weiß, ich hab Schiff in der Türkei. Du bist nicht meine Wachmannschaft. Was, hey? Was ist los mit dir, ha? Mach das weg, raus! Raus! Lass dich ja nicht wieder hier sehen! Sag mal, spinnst du? Der hat doch überhaupt noch nicht bezahlt. Ich kann mir das erlauben. Ich werde befördert. Weißt du warum? Fürs Nichtstun. Wenn ich was tue, werde ich auch befördert. Ich behalte in jedem Fall recht. Toll, nicht? Sag mal, soll ich dir mal was sagen? Du gefällst mir heute überhaupt nicht. Was ist doch dein Problem? Hier. Ich habe den Fall gelöst. Dieses Plastikding beweist, Bittmann hat Jansen umgebracht. Morgen am Flughafen wird er verhaftet. Ja und, wo ist da der Haken? Er war es nicht. Linda war es. Aber das weiß nur ich. Heute bin ich kein kleiner Polizist. Heute bin ich das Schicksal. Halte die Schnauze, dann wird Bittmann für etwas verhaftet. Was er nicht getan hat, verdient hat das tausendmal. Und wenn ich sage, was ich weiß, dann ist Linda dran. Er hat es auch verdient. Aber dann bleibt Bittmann ungeschoren. Aber das ist doch gar keine Frage. Susanne. Bittmann hat Frank auf dem Gewissen und ich habe mir geschworen, ich kriege ihn. Verstehe dich ja. Aber es reicht nicht. Was heißt, das reicht nicht? Tut mir leid, den hat Faber vor 3 Minuten rausgeschmissen. Soll ich ihn freipauken? Ausgerechnet ich? Wieso denn? Nein, ich mache gar nichts. Ich bleib hier und lass mich vorlaufen. Und lass der Gerechtigkeit ihren Lauf. Basta! Jetzt hör mal zu, Faber. Du bist Polizist und ich mag dich als Polizist. Als Schicksal kommst du mir auf keinen Fall ins Haus. Den Bittmann kriegst du doch auch ohne selber zum Schwein zu werden. Also ich würde vorschlagen, du tust jetzt das, was du schon die ganze Zeit tun willst und lässt mich in Ruhe meinen Kaffee trinken. Alles klar? Danke, Susi, danke. Ja, gib mir mal das Armband. Ja, erklär ich dir alles später. Danke. Tschüss. Also, los, nochmal von vorne. Nochmal? Ja, nochmal. Los. Hau aber nicht wieder so doll zu. Ja. Hallo. Hallo, Faber. Ja, grüß dich. Du bist Ratte. Ja. Und jetzt geht Bittmann weg. 21, 22, 23, jetzt kommt Bittmann wieder. Stopp, und Augenblick. Bleiben Sie unten, Herr Kühn, geht gleich weiter. Wir wissen genau, dass wir nicht sagen können, wie viel Zeit vergangen ist, bis der Akustomat sich wieder eingeschaltet hat. Die Zeit spielt überhaupt keine Rolle. Warum? Ihr könnt das noch 100 Mal nachstellen, wenn ihr nicht richtig zuhört. Ja, ist doch ein Versuch. Hätte doch immerhin so sein können. War aber nicht so. Darf ich mal? Also gut. Der Anfang war okay. Das ist ganz klar Bittmann. Aber dann, nach der Unterbrechung, passen Sie auf. Die Schritte sind anders. Stimmt. Das Geräusch. Das Klicken. Habe ich mir auch schon gefragt. Was ist das? Doch nicht Claudia. Nein. Arnold Linder. Tatsächlich, der Linder hat auch so ein Ding. Ja, da müssen wir völlig umdenken. Da muss die Mordkommission her. Rick, ich würde Linder gern selbst festnehmen. Das bin ich wohlfalls schuldig. Ja, wissen Sie, wo er ist? Nein, aber ich finde ihn. Und wenn ich die ganze Stadt umkrempeln muss. Wollen Sie Max noch? Nein. Otto, Sie krempeln das Haus hier um, ob wir eine Leiche finden. Ja, und wenn sie im Garten ist? Ja, dann krempeln Sie den Garten um. Ja. Schulz! Claudia. Mensch, was machst du hier? Sag mal, bist du da abgehauen? Warst schon mal in der Klinik? Mit Gittern? Nee, Gott sei Dank nicht. Na, ich mach dir erstmal einen Kaffee. Nee, warte, warte. Weißt du, wo Bittmann ist? Also, der kommt morgen früh aus Italien zurück. Aber du willst ja nicht etwa zu dem zurück? Zwischen einer Frau und einem Mann ist alles möglich. Hab ich mal gelesen. Naja. Herrschaften, Feierabend für heute. Bisschen Beeilung, ja? Komm, keine Aufregung, gibt für morgen alle Freibier. Hier vorne auch, Feierabend, Beeilung bitte. So. Ich würde sagen, wir fahren erstmal zu mir und dann sehen wir weiter. Oh Mann, ich kann euch doch nicht. Jetzt komm, mach dir darüber keine Gedanken. Bittmann, du bist ja verrückt. Ich meine, ich habe auch so Momente, wo ich mich frage, wieso ich ausgerechnet auf so einen Typen wie Faber reingefallen bin. Aber du und Bittmann, nee. Sag mal, kannst du dir vorstellen, dass man jemanden aus Eifersucht umbringt? Naja, du hast dir eben gesagt, zwischen einem Mann und einer Frau ist alles möglich. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie so spät noch belästige, aber Formalitäten dauern immer etwas länger. Das interessiert mich nicht besonders. Ich wollte Ihnen trotzdem meinen persönlichen Dank abstatten für das hervorragende Tonband. Hat uns sehr geholfen. Na gut, Sie haben gedankt. Auf Wiedersehen. Komm, kann ich was für Sie tun? Danke, ich möchte nicht. Ich bin nur hier, um Mord aufzuklären. Dauert nicht lange. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, bei dem Tonband, ja.
Es ist von außergewöhnlicher Qualität, muss ich schon sagen. Man hört das kleinste Geräusch, als wenn man dabei gewesen wäre. Und warum verhaften Sie dann Bittmann nicht? Bittmann? Wieso Bittmann? Ich bin hier, um den Mörder zu verhaften. Dieses Armband, Linda, das hat sie verraten. Ich werde es als Beweisstück benötigen, aber nach 15 Jahren, wenn Sie wieder rauskommen, kriegen Sie es wieder, garantiert. Wir können in Ruhe miteinander rausgehen oder Sie können Schlägerei anfangen. Ehrlich gesagt, mir wäre eine Schlägerei lieber. Na? Schicksal oder Polizist? Das ist immer derselbe Dreck. Die Kleinen hängt man, die Groß lässt man ab. Nicht so laut, Claudia schläft. Die ist aus dem Krankenhaus abgehauen. Das kann man ja auch irgendwie wieder verstehen. Bleibt ein paar Tage bei uns. Es geht doch in Ordnung, oder? Ja, meinetwegen. Wie geht's dir denn? Die braucht halt jemand. Ich auch. Susanne? Weißt du, wo meine Waffe ist? Waffe? Wo ist meine Pistole? Ich weiß genau, ich hatte sie mit. Als ich mich gestern ausgezogen habe, habe ich sie hier auf Nachtbett gelegt. Sag mal, ist Claudia schon aufgestanden? Ich hab die ganz nur rausschleichen hören. Die wollte uns nicht wecken. Das ist doch lieb, ne? Du hast dir doch nicht etwa gesagt, dass Wittmann heute zurückkommt. Doch. Aber du hast ja auch gesagt, dass er es nicht war. Scheiße. Wie kann man nur so blöd sein? Mein Gott, wir haben über Männer gequatscht. Und weißt du, was bei deinem Gequatsche rauskommen kann? Berlin. Dass es noch einen Mann weniger gibt. Grab diese verdammte Müllkippe um! Ich will, dass jeder Zentimeter hier abgesucht wird. Gucken Sie hinter jede Plastiktüte, hinter jede Bierdose. Wir müssen diese verdammte Leiche finden. Ich glaube, Faber hat sich geirrt. Abwarten, Herr Kühn. Auf Fabers Nase kann man sich in der Regel verlassen. Hauptkommissar Roth hat einen schweren Unfall. Was? Der Roth? Ist er verletzt? Nee. Der ist tot. Roth gegen Brückenpfeiler geprallt. Wie kann denn sowas passieren? Ja, das fragen sich die Kollegen von der Verkehrspolizei auch. Ist kein anderes Auto daran beteiligt? Keine Bremsspuren waren da? Das ist aber seltsam. Sieht ja beinahe wie Selbstmord aus. Andere Erklärung ist wohl nicht möglich. Der Maulwurf. Ich dachte, da ist er weg. Der Roth. War der Maulwurf. Die direkte Verbindung zu Wittmann. Der Roth hat sich umgebracht, bevor der Wittmann auspacken und ihn auffliegen lassen konnte. Schwein. Zu feige für sein mieses Verhalten gerade zu stehen. Diese feige Drecksau! Kleiner Mann, ganz groß, was? Sie hätten Scharfrichter werden sollen, Herr Kühn. Und das ist doch das Allerletzte, seine Kollegen zu verkaufen. Das ist nicht das Letzte. Der Tod. Da ist noch eine ganze Strecke dahinter. Was wollen Sie denn schon wieder, Faber? Sie können mich nicht verhaften. Ich bin nicht freiwillig hier. Ich muss Sie warnen. Claudia Tancredi will Sie umbringen. Claudia will mich um? Das glauben Sie doch selber nicht. Ja. Sie ist der festen Überzeugung, dass Sie Jansen beseitigt haben. Und Sie? Was glauben Sie? Dieses Tonband ist uns zugespielt worden.
Ja, ich war's. Aber ich habe es nicht gewollt. Es war ein Unglücksfall. Ich wollte nur eine Lektion erteilen. Jetzt geht dem großen Waffenhändler Bittmann der Arsch auf Grundreis. Also zum Präsidium? Leider nein. Nach Ihnen war noch jemand in der Wohnung. Linda. Er hat ihn umgebracht. Was denn dieses schwitzende Häuschen Elend? Haben Sie ihn schon verhaftet? Ja. Also bei Ihrer Intelligenz, Faber, gehören Sie eigentlich auf meine Gehaltsliste. Junge, dynamische Leute kann ich immer brauchen. Sehen Sie, ich bin ein etwas altmodischer Bulle. Ich will immer wieder den Satz aus den Angeln heben, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Philosoph sind Sie auch. Tut mir leid, ich muss zu einer wichtigen Sitzung ins Verteidigungsministerium. Darf ich Sie bitten? Wie Sie wollen, ich habe Sie gewarnt. Ich pass schon selber auf mich auf. Eine Rechnung zwischen uns ist noch offen, Bittmann. Sie haben meinen Freund Wolfhard umgebracht. Und dafür kriege ich Sie, und wenn das 100 Jahre dauert. Verschwinde, Faber! Hau ab, los! Du sollst aussteigen! Ich will Susanne wegen ins Gefängnis. Sei still. Das ist ganz allein meine Sache. Mach die Hände hoch. Claudia, Liebling, ich habe Hajo nicht umgebracht. Du lügst doch! Nein. Er war es nicht. Sag mir die Wahrheit, Faber. Das ist die Wahrheit. Du sagst mir die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Gib mir die Pistole. Danke, Herr Faber. Sie haben mir wieder das Leben gerettet. Kommen Sie zu mir. Ich brauche einen neuen Leibwächter. Ich zahle das Doppelte von Ihrem miesen Polizeigehalt. ZB9, ZB9, bitte kommen. Faber hier? Faber, du hattest recht mit der Müllkippe. Wir haben Jansen gefunden. So? Naja. Hier lebt Gott sei Dank alles. We'll be right back.
Aber es sind Kollegen von uns, die hat Otto geschickt, damit sie auf dich aufpassen. Ja, ist sie besonders gut gelungen. Penner. Gute Nacht. Ich komme ja schon. So, ich desinfiziere das jetzt erstmal ein bisschen. Tut das auch nicht weh? Ich glaube, das kann man aushalten. Ich bin ganz vorsichtig. Aha, aha. Halt mal still. Oh, hör auf. Soll ich lieber einen Arzt holen? Nein, nein, das geht schon. Okay. Und die haben dich fast umgebracht und du willst nicht mal, dass ich dir einen Arzt hole. Wenn die mich hätten umbringen wollen, dann hätten sie es getan. Ich bitte noch, wollt mir nur einen Denkzettel verpassen. Wenn so ein Denkzettel aussieht, dann würde ich mal sehen, wie du aussiehst, wenn die das mal ernst meinen. Wie Frank. Du hast ja recht, Susanne. Aber ich habe auch recht. Und wenn ich jetzt aufgebe, dann behalten die recht, hm? Ach, recht, recht, recht. Dämlicher Dickschädel. Aua. Moment, guck mal her. Aua, aua. Ich hab dich ja noch gar nicht geküsst. Ach so. Wenn ihr schaut, dass die Sache mal ich bin mit Herrn Linder verabredet. Ja, da haben Sie Pech, der ist gerade gegangen. Potzblitz, das ist ärgerlich. Sehen Sie, ich war beim Arzt, bin aufgehalten worden und bin ich extra hierher gekommen. Ich komme nämlich von außerhalb. Hat er nichts für mich hinterlassen? Mein Name ist Brinkmann. Ja, wenn Sie sich beeilen, können Sie ihn doch erwischen. Okay, ist er gerade weg? Der ist gerade weg. Vielen Dank. Ja. Wiedersehen. Ja. Wiedersehen. Toilette. Toilette. Danke. Wie bist du da überhaupt reingekommen? Eingebrochen? Du riskierst vielleicht. Was genügt dir wohl nicht, dass du dich zusammengeschlagen hast? Ich will Bittmann! Naja, das glaube ich. Zu Bittmann habe ich mir übrigens was überlegt. Ich habe mit Genua telefoniert. Max, ich will diese Claudia hier haben, hier bei uns im Aquarium. Hör zu, du musst Rick dazu bringen, dass er sie zum Verhör vorführen lässt. Und wenn er dann sieht, was mit dir los ist, dann muss er sie in ein Krankenhaus einweisen und dann sind wir am Zug. Die Dame muss das wissen, die lebt Tag und Nacht mit ihm zusammen, die muss was wissen. Die wird sich auch wundern, was aus Jansen geworden ist. Wenn du mich fragst, Bittmann hat ihn aus dem Weg geräumt. Genauso wie er Wolfert auf dem Gewissen hat. Und dafür nagel ich ihn. Ich weiß, Herr Bittmann, Sie haben sehr gute Verbindungen, das weiß ich. Aber Sie können das nicht verhindern. Frau Tancredi wird uns jetzt begleiten, und zwar sofort. Herr Kühn, sagen Sie ihr bitte Bescheid. Frau Tancredi ist krank. Na? Sie ist vernehmungsunfähig, das sehen Sie. Ah ja? Na ja, so krank sieht sie aber gar nicht aus. Aber wenn Sie drauf bestehen, dann lassen wir Sie amtsärztlich untersuchen. Aber erstmal kommt sie Herr mit. Herr Rick, ich kann Sie nicht daran hindern. Aber das kriegen Sie um die Ohren. Sag mal, wann ist Rick eigentlich los? Von einer halben Stunde. Ich verstehe ja, dass du einen Bittmann haben willst. Du bist Polizist. Frank war mein Freund. Ja, sicher, aber... Was aber? Damit schau dich doch mal an, hier! Faber, Farnburg. Herr Roth, nein, nein, ich bin ganz privat hier. Ich besuche nur einen Freund. Na schön. Ist der Rick schon angetroffen? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich möchte ihn sofort sprechen. Und Sie, Herr Faber, sind hoffentlich wirklich in Urlaub. Herr Bittmann, ich bin wieder da. Ja, ich werde das klären. Ich kenne den anonymen Anrufer. Ich weiß, dass Sie dahinter stecken, aber Sie halten sich da raus. Ich rede alleine mit Ihnen. Herr Roth hat gerade angerufen. Sie möchten sofort in sein Büro kommen. Ja, das hätte ich mir denken können, dass der Bittmann Aufstand macht. Also, Herr Kühn, Sie kümmern sich um Frau Tancredi. Ich bin gleich wieder da. Dabei. Du kümmerst dich um Henrik. Was fährst du denn an ihr rum? Komm, Faber, bloß rein ins Auto, schnell. Was soll denn sein Auto? Ich soll ins Büro bringen. Mach du! Faber, was hast du denn vor? Ja, später, später. Thank you.
Ich bin's. Ja, ich. Das interessiert mich nicht. Für Ihren Feierabend bezahle ich Sie nicht. Jetzt können Sie Faber endlich unschädlich machen. In flagranti. Weil er ein genauso geldgieriger Bulle ist wie Sie. Verstanden? Wartmann! Geh zum Hinterausgang! Frau Brancredi, ich muss mit Ihnen sprechen. Wegen Ihrer Aussage bei der Polizei. Was ist los? Womit setzt Wittmann Sie unter Druck? Wie kommen Sie dazu, für Herrn Roth zu erklären, dass ich... Sind schon wieder... Verstehen Sie, was ich sage? Erinnern Sie sich an mich? Claudia. In Genua. Wir... Claudia! Was ist mit Ihnen passiert? Was hat er mit Ihnen gemacht? Ich muss mit Ihnen sprechen. Claudia! Ach Gott, Mama, kann man dieses scheiß Ding nicht abstellen? Ich sehe schon. Claudia! Können Sie reden? Verstehen Sie mich? Claudia, wissen Sie, wer ich bin? Erkennen Sie mich? Das ist so lange her. Ich hole Sie raus. Claudia, was ist los? War jemand hier? Was ist passiert? War jemand in der Wohnung? Red doch! War Faber hier? Was gibt's denn so dringend, dass ich mich unbedingt aus dem Bett holen muss? Wittmann hat Claudia Tancredi mit Drogen lahmgelegt. Frag mich nicht, welche. Woher weißt du das? Ich war da, ich habe mit dir gesprochen. Max, bis hier oben, bis zum Stehkragen, voll mit Drogen. Kein vernünftiger Satz ist aus dir rauszukriegen. Ich hol mir erstmal einen Kaffee. Ja, gut, dann. Wie bist du da überhaupt reingekommen? Eingebrochen? Du riskierst vielleicht. Was genügt dir wohl nicht, dass du dich zusammengeschlagen hast? Ich will Wittmann! Naja, das glaube ich. Zu Wittmann habe ich mir übrigens was überlegt. Ich habe mit Genua telefoniert. Max, ich will diese Claudia hier haben. Hier bei uns im Aquarium. Hör zu, du musst Rick dazu bringen, dass er sie zum Verhör vorführen lässt. Und wenn er dann sieht, was mit dir los ist, dann muss er sie in ein Krankenhaus einweisen. Und dann sind wir am Zug. Die Dame muss das wissen. Die lebt Tag und Nacht mit ihm zusammen. Die muss was wissen. Die wird sich auch wundern, was aus Jansen geworden ist. Toilette. Danke. Schönen Abend noch. Ja, auf Wiedersehen. Herr Kypriotakis, bitte. Hier ist Bittmann. Richten Sie ihm aus, wir können nächste Woche liefern. Hey, meine Gefährtin. Sehen wir oben. Meine letzte Kugel voll. Ist eine Uhr. Also nee, ja. Thank you.
Bittmann. Hier ist der schlecht bezahlte Schnüffler. Legen Sie nicht auf. Ich habe eine wichtige Information für Sie. Kommen Sie zum Flughafen. Ich bin in der Abflughalle. Noch etwas. Die Information ist nicht umsonst. Wie viel? Ende. Den Wagen. Welcher ist es? Der aus dem Taxi aussteigt. Das ist Bittmann. Schnapp die Falle zu. Schnapp, schnapp. Attenti al segnale. Attenti al segnale. Sì. Attenzione. Bittmann! Azione! Seconda di cambio! Non lasciatemelo scappare, deficienti! Was ist denn mit Herrn Bittmann? Haben Sie ihn denn verhört? Ja, leider nur kurz. Die Italiener haben ihn dann sehr bald mit Beschlag belegt. Und? Hat er was gesagt? Wieso fragen Sie das mich? Ich meine, Sie sind ja der Leiter der Sonderkommission. Heute Morgen ist doch da ein Fernschreiben aus Genua gekommen, oder? Ja, natürlich. Und? Wie es aussieht, werden ihn die Italiener gegen Kaution entlassen müssen. Warum das denn? Die Frachtpapiere scheinen keine Unregelmäßigkeiten aufzuweisen. Ist doch nicht zu veröffentlichen. Ist doch wirklich eine Sauerei. Da hat doch überall seine Freunde sitzen, sogar in Italien. Rick, wir haben ja auch nichts Greifbares in der Hand. Wenn wir Jansens Leiche finden würden, dann wären wir einen Schritt weiter. Faber ist nämlich der Meinung, dass der Bittmann den Jansen aus dem Weg geräumt hat, aus Eifersucht. Ja, wie kommt er denn darauf? Ich habe bei meinen Recherchen in Wohlfahrts Wohnung interessantes Material gefunden. Ja, und wieso rücken Sie mit dem Material nicht raus? Hören Sie, Herr Roth, Sie wissen genauso gut wie ich, dass es im Fall Bittmann eine undichte Stelle gibt, und zwar hier im Präsidium. Und ein toter Polizist reicht. Ja, das wird sich alles klären. Sagen Sie, Faber, wie geht es Ihnen eigentlich persönlich? Wenn Sie sonst nichts für mich haben, dann würde ich gerne gehen. Wenn die Italiener sich wieder melden, sagen Sie mir Bescheid, ja? Danke. Ach, bedanken Sie sich nicht. Es ist meine Pflicht, meine Beamten zu schützen. Aber wenn Sie noch mal so eine Aktion starten, dann landen Sie in der Aservatenkammer. Und zwar bis zu Ihrer Pensionierung. Sagten Sie nicht irgendwas von, ich sei Ihr bester Mann? Ja, das ist ja die Tragödie. Und ein toter Polizist reicht. Ja, das wird sich alles klären. Sagen Sie, Faber, wie geht es Ihnen eigentlich persönlich? Wenn Sie sonst nichts für mich haben, dann würde ich gerne gehen. Wenn die Italiener sich wieder melden, sagen Sie mir Bescheid, ja? Danke. Ach, bedanken Sie sich nicht. Es ist meine Pflicht, meine Beamten zu schützen. Aber wenn Sie noch mal so eine Aktion starten, dann landen Sie in der Aservatenkammer. Und zwar bis zu Ihrer Pensionierung. Sagten Sie nicht irgendwas von, ich sei Ihr bester Mann? Ja, das ist ja die Tragödie. Mein bester Mann ist ein Wahnsinniger. Trotzdem, danke. Ja, bitte. Ach, Faber, kommen Sie noch mal. Täusche ich mich oder haben Sie den Rot im Auge? Guarda e non si accorgi niente. Faber, hör mal! Ich wusste gar nicht, dass du Italienisch kannst. Wir haben dich ja sogar auf Italienisch interviewt mit Foto. Ja, Max, wir müssen uns alle Videobänder anschauen. Ich will alle Aufnahmen sehen, auf denen Linda zu sehen ist. Kein Problem, kannst du haben. Bin gerade mit meiner elektronischen Datei fertig. Ich habe den ganzen Kram für den Computer aufgearbeitet. Was willst du sehen? Arnold Linda mit Claudia Tancredi? Arnold Linda mit Alfred Bittmann? Oder Arnold Linda mit diversen Unbekannten? Mit einem Unbekannten. Circa 40 Jahre, 1,80 groß, blond, schlanke Statur.
Also so genau habe ich mir die diversen Unbekannten noch nicht ansehen können. Ach du liebe Biss, dann müssen wir uns ja doch alles angucken. So, das war's. Nein, das kann nicht sein. Hör zu, es gibt irgendwo eine Kassette. Da ist Linda drauf, vor der Klappe im Südpark mit noch zwei Typen. Südpark? Ach so, der homosexuellen Treff. Ja. Aber da ist doch Linda nicht dabei. Doch, such es raus. Such es raus. Mein Gott, wie lange das dauert. Ist alles Mumpitz. Dieser technische Kram ist alles Quatsch. Alles Mumpitz. Wolltest du Video gucken oder ich? Ja, mach hin. Ich muss noch Weihnachtseinkäufe machen. Spul, weiter. Spul weiter. Noch weiter, noch weiter. Noch weiter. Jetzt langsam. Achtung. Stopp! Da. Da ist er. Max, mach mir ein Foto von dem Schweinskopf. Und Fahndung? Sein Aufenthaltsort ist bekannt. Leichenschau aus in Genua. Das Foto brauche ich für Linda. Der Überfall in Genua auf Bittmann, weißt du, wer das war? Das war Linda. Was, der? Der Laufbursche? Den sehe ich da auf all den Bändern immer nur Kaffee holen, Türen aufhalten, Rechnung bezahlen. Max, das ist genau wie in unserem Laden. Erst dackern sie hinter dir her, dann bären sie plötzlich unterm Tisch hervor an. Übrigens ist das meine Privatangelegenheit. Mord ist keine Privatangelegenheit. Was für Mord? Der hier. Bei einer der beiden Motorradfahrer, die im Auftrag ihrer noblen Firma in Genua Frank Wohlfahrt ermordet haben. Können Sie das beweisen? Noch nicht. Aber Ihr Freund hat auf Bittmann geschossen und daraus kann man leicht einen Mordauftrag ableiten. Wenn man das so leicht kann, warum tun Sie es dann Papa, nicht? Ich weiß, Sie wollen hoch hinaus. Sie wollen an Bittmanns Stelle. An seinem Schreibtisch sitzen Sie ja schon, aber passen Sie auf, dass Ihnen nicht schwindelig wird. Hören Sie mir gut zu. Ich glaube, dass Bittmann gegen eine Kaution von den Italienern wieder freigelassen wird. Und dann sind Sie dran. Wenn ich den Mordauftrag auch nicht beweisen kann. Er braucht keine Beweise. Wollen Sie mir vielleicht Angst einjagen? Ich denke, das ist mir schon gelungen. Hören Sie, Linda. Ich will Bittmann. Sie haben die Beweise gegen ihn. Legen Sie sie auf den Tisch. Es ist Ihre einzige Chance. Ich hab nichts. Ich weiß nichts. Wenn ich etwas wüsste, würde ich es Ihnen sagen. Dass Jansen und Claudia... Geschäft. Wenn ich Ihnen weiterhelfen könnte, würde ich das wirklich gerne tun. Sie haben nicht mehr viel Zeit. Kommen Sie mal, Fahrer. Sie hatten recht. Der Wittmann hat die Jansen umgebracht. Das steht jetzt fest. Vor Gericht nützt das als Beweismittel allerdings gar nichts. Das müssen wir nicht erklären, Herr Kühn. Das weiß ich selber. Kann mir mal jemand sagen, worum es geht? Na, schalten Sie mal ein. Ich hätte es heute Morgen mit der Hauspost bekommen. Offensichtlich von Rot. Jansen ist abgehört worden. Ich hab mir schon sowas gedacht, Max. Was hat unser Herr Rot denn dazu gesagt? Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen, er ist nicht in seinem Büro. Es war kein Zettel, keine Meldung dabei. Nichts. Das ist der Beweis in letzter Sekunde. Wenn morgen früh der Bittmann angeflogen kommt, können wir den gleich überführen. Übrigens habe ich jetzt in dem Bungalow von Jansen einen Lokaltermin angesetzt. Wollen Sie mit? Ich möchte das noch mal in Ruhe anhören. Mal, wie Sie wollen. Kommen Sie, Herr Kühn. Ja, aber was ist los? Wo bleibt mein Kurzer? Seit wann trägst du am helllichten Tag Schnaps? Hey, was ist mit dir los? Weiß ich, hab Schiff in der Türkei. Du bist nicht meine Wachmannschaft. Was, hey? Was ist los mit dir, ha? Mach das weg, komm raus! Lass dich ja nicht wieder hier sehen! Sag mal, spinnst du? Der hat doch überhaupt noch nicht bezahlt. Ich kann mir das erlauben. Ich werde befördert. Weißt du warum? Fürs Nichtstun. Und wenn ich was tue, werde ich auch befördert. Ich behalte in jedem Fall recht. Toll, nicht? Sag mal, soll ich dir mal was sagen? Du gefällst mir. Na, abwarten, Herr Kühn. Auf Habers Nase kann man sich in der Regel verlassen. Hauptkommissar Roth hat einen schweren Unfall. Ach, der Roth? Ist er verletzt? Nee. Der ist tot. Tot gegen Brückenpfeiler gefallen. Wie kann denn sowas passieren? Ja, das fragen sich die Kollegen von der Verkehrspolizei auch. Ist kein anderes Auto daran beteiligt? Keine Bremsspuren waren da? Das ist aber seltsam.
ja beinahe wie Selbstmord aus. Andere Erklärung ist wohl nicht möglich. Der Maulwurf. Ich hatte also recht. Der Boot war der Maulwurf. Die direkte Verbindung zu Wittmann. Der Roth hat sich umgebracht, bevor der Wittmann auspacken und ihn auffliegen lassen konnte. Schwein. Die Feige für sein mieses Verhalten gerade zu stehen, diese feige Drecksau! Kleiner Mann, ganz groß, was? Sie hätten Scharfrichter werden sollen, Herr Kühn. Und das ist doch das Allerletzte, seine Kollegen zu verkaufen. Das ist nicht das Letzte. Der Tod, das ist noch eine ganze Strecke dahinter. Was wollen Sie denn schon wieder, Faber? Sie können mich nicht verhaften. Ich bin nicht freiwillig hier. Ich muss Sie warnen. Claudia Tancredi will Sie umbringen. Claudia will mich um? Das glauben Sie doch selber nicht. Ja. Sie ist der festen Überzeugung, dass Sie Jansen beseitigt haben. Und Sie? Was glauben Sie? Dieses Tonband ist uns zugespielt worden. Ich habe dich doch immer wie meinen eigenen Sohn behandelt, nicht? Oh! Ja, ich war's. Aber ich habe es nicht gewollt. Alles, was du bist, ist es war ein Unglücksfall. Ich wollte nur eine Lektion erteilen. Jetzt geht dem großen Waffenhändler Wittmann der Arsch auf Grund ein. Herr Faber, ich habe mich dafür eingesetzt, dass kein Disziplinarverfahren gegen Sie eingereicht wird. Allerdings muss ich Sie bitten, für die nächste Zeit in Urlaub zu gehen. Kommen Sie, Faber, kommen Sie. Ich rufe Sie gleich an. Was glaubt ihr eigentlich, wen der vor sich hat? Ich lasse mir doch nicht auf den Kopf scheißen! Hauptsache, es gibt kein Disziplinarverfahren. Ich brauche Sie nämlich noch. Den Wittmann nagel ich. Diesmal kommt er nicht davon. Sie machen erst mal gar nichts. Wir sind ja auch noch da. Lassen Sie ein bisschen Zeit vergehen und ein paar Tage Urlaub können Sie gebrauchen. Hm? Ja, hingehen haben Sie mir aber was anderes gesagt. Also, Faber. Ich stehe gleich mehr drauf, das ist ja klar, ne? Ja, hör mal ein bisschen mit Faber. Der noch mit, ne? Und jetzt kommt er gleich. Hey, war Pilz nicht schon gut? Wo sind diese dämlichen Formulare? Welche Formulare? Frag nicht so scheinheilig. Du weißt genau, was los ist. Zwangsurlaub. Also das ist wieder mal typisch für die Firma, verstehst du? Aber als ich letzte Woche nach Holland wollte für die billigen Tulpenzwiebeln, da habe ich keinen Urlaub gekriegt. Wer hat eigentlich Anja Bescheid gesagt? Das ist ganz blöd gelaufen. Wir hätten es ja gerne selber Scheibenkleister. Wir hätten es ja gerne selber gesagt. Aber da ist uns ein voreiliger Trottel aus der Personalabteilung mir zuvor gekommen. Aber wenn du deine Ruhe haben willst, du kannst jederzeit in die Hütte von unserem Wanderverein. Das ist eine richtige Wille. Hier hast du einen Urlaubsschein. Ja, Otto, hier. Willi, Hannes und Schorsch. Ja, Mensch, Benno. Dann muss er ja so sicher wen aber am Schoß. Ja. Fühl das bitte für mich aus. Ich hab nur unterschrieben. Mach mir. Aber wäre doch gar nicht schlecht, so 14 Tage in Bergen, oder? Jetzt sind wir 6 Mann vom alten Revier. Hör mal, wir helfen dir. Gut gemeint, Otto, vielen Dank, aber ich kann auf mich selber aufpassen. Faber, Telefon. Susanne. Ja, ich bin hier fertig, ich komme sofort. Was? Bitte bleib da. Ich komme hin. Warte auf mich. Wo kann ich dich denn nun erreichen? Das weiß ich noch nicht, aber ich sag dir dann Bescheid. Ich fahre jetzt schnell raus zu Wolfert, die Kinder haben so komische Videos gefunden. Wie geht's, Anja? Hat sie sich beruhigt? Der Arzt hat ihr eine Spritze gegeben. Mensch, bin ich fertig. Puh.
mal, hat Frank das auch aufgenommen? Ja. Damit hat er Jansen dazu gebracht, die Materialien bei Bittmanns Waffengeschäfte zuzuspielen. Und deswegen hat er ihn umgebracht? Mhm. Ja. Susanne, ich werde diesen furchtbaren Gedanken nicht los, dass Frank vielleicht auch die undichte Stelle bei uns war. Wenn er sich... Mein Gott, wie lange das dauert. Das ist alles Mumpitz. Dieser technische Kram ist alles Quatsch. Alles Mumpitz. Wolltest du Video gucken oder ich? Ja, mach hin. Ich muss noch Weihnachtseinkäufe machen. Vorspul, weiter. Und weiter. Noch weiter, noch weiter. Noch weiter. Jetzt langsam. Achtung. Stopp! Da. Da ist er. Max, mach mir ein Foto von dem Schweinskopf. Und Fahndung? Sein Aufenthaltsort ist bekannt. Leichenschauhaus in Genua. Das Foto brauche ich für Linda. Der Überfall in Genua auf Bittmann, weißt du, wer das war? Das war Linda. Was, der? Der Laufbursche? Den sehe ich da auf all den Bändern immer nur Kaffee holen, Türen aufhalten, Rechnung bezahlen. Max, das ist genau wie in unserem Laden. Erst dackeln sie hinter dir her, dann bären sie sich plötzlich unterm Tisch hervor an und ehe du dich versiehst, pinkeln sie dir ans Bein. Ah, der Faber, guten Tag. Setzen Sie sich doch bitte. Möchten Sie vielleicht eine Tasse Kaffee, Tee oder... Dieser Mann war bei dem Überfall auf Bittmann in Genua dabei. Kenne ich nicht. Nein? Woher haben Sie das? Von einem bekannten homosexuellen Treff hier in der Stadt. Liebe unter Männern ist in diesem Land nicht mehr strafbar. Gott sei Dank. Und im Übrigen ist das meine Privatangelegenheit. Mord ist keine Privatangelegenheit. Was für Mord? Der hier. Bei einer der beiden Motorradfahrer, die im Auftrag ihrer noblen Firma in Genua Frank Wohlfahrt ermordet haben. Können Sie das beweisen? Noch nicht. Aber Ihr Freund hat auf Bittmann geschossen und daraus kann man leicht einen Mordauftrag ableiten. Wenn man das so leicht kann, warum tun Sie es dann aber, nicht? Ich weiß, Sie wollen hoch hinaus. Sie wollen an Bittmanns Stelle. An seinem Schreibtisch sitzen Sie ja schon, aber passen Sie auf, dass Ihnen nicht schwindelig wird. Hören Sie mir gut zu. Ich glaube, dass Bittmann gegen eine Kaution von den Italienern wieder freigelassen wird. Und dann sind Sie dran. Wenn ich den Mordauftrag auch nicht beweisen kann. Er braucht keine Beweise. Wollen Sie mir vielleicht Angst einjagen? Ich denke, das ist mir schon gelungen. Hören Sie, Linda. Ich will Bittmann. Sie haben die Beweise gegen ihn. Legen Sie sie auf den Tisch. Es ist Ihre einzige Chance. Ich hab nichts. Ich weiß nichts. Wenn ich etwas wüsste, würde ich es Ihnen sagen. Dass Jansen und Claudia... Geschäft. Wenn ich Ihnen weiterhelfen könnte, würde ich das wirklich gerne tun. Sie haben nicht mehr viel Zeit. Kommen Sie mal, Vater. Sie hatten recht. Der Wittmann hat die Jansen umgebracht. Das steht jetzt fest. Vor Gericht nützt das als Beweismittel allerdings gar nichts. Das müssen wir nicht erklären, Herr Kühn, das weiß ich selber. Kann mir mal jemand sagen, worum es geht? Ja, schalten Sie. 3 Wochen deinen Vater liegen. Danke, Max. Prima. Gute Arbeit. Entschuldige. Und Rick gegenüber brauchst du nicht besonders groß zu lügen. Du sagst einfach, als du den Bau entdeckt hast, da war der Fuchs schon weg. In den Süden. Macht's gut. Oh, schau, Bella. Ich muss schnell weg. Entschuldige. Und du hast geglaubt, dein Freund hat sich kaufen. Nein, nein, Quatsch. Ja, ich war misstrauisch, du. Du weißt ja, wie das ist in unserem Beruf, Nino. Eines Tages kommt ein Vorgesetzter zu dir und sagt, dein Freund ist wurmstickig. Zuerst lachst du ihn aus, aber dann, mit der Zeit merkst du, dass der Angelhaken tief sitzt. Das Gift frisst. Du wirst den Gedanken nicht wieder los. Sein aufwendiger Lebensstil. Dann ist euer Gehalt wohl auch nicht besser als bei uns. Ich komm zurecht. Die paar Mal, die ich mit meiner Freundin zum Essen gehe, kann ich meine Rechnung im Lokal bezahlen. Meistens. Was ist denn? Tut sich nichts? Nichts, gar nicht. Ich schwöre dir, die kommen. Die Waffen werden hier verladen, auf dem Schiff. Da bin ich ganz sicher. Ah, buonasera, signora. Was gibt's denn heute Schönes zu essen? Und der Angetag haben wir Rotkäppchen. Was sagt sie? Ich will dir erzählen, wie sie das gekommen hat. Lass das. Lass das, du verdichst mir nur die häuslichen Sitten. Du bist ein alter Macho.
Ja. Rosa, für dich, dein Freund. Ja, Max? Ja, natürlich bin ich dran. Du denkst, ich bin im Ferienlager. Ja, ich verstehe dich besser. Ja. Okay, danke. Ende. Was hat er gesagt? Bon Appetito hat er uns gewünscht. Und noch etwas. Bittmann ist auf dem Weg hierher. Los! Che cosa? Sono arrivati i camion. Oh, stia, teneteli d'occhio! Non lasciateli scappare! Ja, da sind sie. Endlich. Zeig mir den Bittmann. Welcher ist das? Der vom Taxi aussteigt. Das ist Bittmann. Schnapp die Falle zu. Schnapp, schnapp. Attenti al segnale. Attenti al segnale. Sì. Max, mach mir ein Foto von dem Schweinskopf. Und Fahndung? Sein Aufenthaltsort ist bekannt. Leichenschau aus in Genua. Das Foto brauche ich für Linda. Der Überfall in Genua auf Bittmann. Weißt du, wer das war? Das war Linda. Was, der? Der Laufbursche? Den sehe ich da auf all den Bändern immer nur Kaffee holen, Türen aufhalten, Rechnung bezahlen. Max, das ist genau wie in unserem Laden. Erst dackern sie hinter dir her, dann bären sie plötzlich unterm Tisch hervor an und ehe du dich versiehst, pinkeln sie dir ans Bein. Ah, der Faber, guten Tag. Setzen Sie sich doch bitte. Möchten Sie vielleicht eine Tasse Kaffee, Tee oder... Dieser Mann war bei dem Überfall auf Bittmann in Genua dabei. Kenne ich nicht. Nein? Woher haben Sie das? Von einem bekannten homosexuellen Treff hier in der Stadt. Liebe unter Männern ist in diesem Land nicht mehr strafbar. Gott sei Dank. Und im Übrigen ist das meine Privatangelegenheit. Mord ist keine Privatangelegenheit. Was für Mord? Der hier. Bei einer der beiden Motorradfahrer, die im Auftrag ihrer noblen Firma in Genua Frank Wohlfahrt ermordet haben. Können Sie das beweisen? Noch nicht. Aber Ihr Freund hat auf Bittmann geschossen und daraus kann man leicht einen Mordauftrag ableiten. Wenn man das so leicht kann, warum tun Sie es dann Papa, nicht? Ich weiß, Sie wollen hoch hinaus. Sie wollen an Bittmanns Stelle. An seinem Schreibtisch sitzen Sie ja schon, aber passen Sie auf, dass Ihnen nicht schwindelig wird. Hören Sie mir gut zu. Ich glaube, dass Bittmann gegen eine Kaution von den Italienern wieder freigelassen wird. Und dann sind Sie dran. Wenn ich den Mordauftrag auch nicht beweisen kann. Er braucht keine Beweise. Wollen Sie mir vielleicht Angst einjagen? Ich denke, das ist mir schon gelungen. Hören Sie, Linda. Ich will Bittmann. Sie haben die Beweise gegen ihn. Legen Sie sie auf den Tisch. Es ist Ihre einzige Chance. Ich hab nichts. Ich weiß nichts. Wenn ich etwas wüsste, würde ich es Ihnen sagen. Dass Jansen und Claudia... Geschäft. Wenn ich Ihnen weiterhelfen könnte, würde ich das wirklich gerne tun. Sie haben nicht mehr viel Zeit. Kommen Sie mal, Faber. Sie hatten recht. Der Wittmann hat die Jansen umgebracht. Das steht jetzt fest. Vor Gericht nützt das als Beweismittel allerdings gar nichts. Das müssen wir nicht erklären, Herr Kühn. Das weiß ich selber. Kann mir mal jemand sagen, worum es geht? Na, schalten Sie mal ein. Claudia braucht wahrscheinlich mehr als ein. Die Kassette ist heute Morgen mit der Hauspost gekommen.